Zimmermann von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sicher, der Haushalt für Arbeit und Soziales ist mal wieder der größte Einzeletat. Aber daraus abzuleiten, dass diese Bundesregierung eine besonders soziale Politik betreibt, ist schon eine ziemliche Fehlannahme. Zu großen Teilen besteht dieser Haushalt aus Pflichtleistungen, und diese sind Ausdruck, dass Sie eigentlich eine Reihe von Problemen einfach nicht in den Griff bekommen. Und deshalb muss der Staat ständig als Reparaturbetrieb hier unterwegs sein. Und daran arbeiten Sie auch weiter mit Ihrer verfehlten Rentenpolitik. Heute produzieren Sie die Ausgaben von morgen. Und was ich wirklich vermisse, ist eine wirkliche Prioritätensetzung anhand der drängenden Probleme. Und wo es brennt, müssen Sie endlich richtig Geld in die Hand nehmen. Das geht nicht zum Nulltarif, Frau Nahles. In 4 Minuten kann ich hier leider nur auf 3 Punkte eingehen. Erstens die Langzeitarbeitslosigkeit, die Sie ja überhaupt nicht ansprechen. Seit Jahren haben wir eine verfestigte Sockelarbeitslosigkeit von 1 Million Menschen, von denen viele inzwischen schon 4 Jahre und länger arbeitslos sind. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne Frauen aus dem Vogtland, die haben in der Textilindustrie gearbeitet, die sind mehr als 15 Jahre erwerbslos. Das kann es doch nicht geben. Und was tun Sie? Sie reden. Jahr für Jahr hören wir diese Reden hier und Ihre Lobhudelei, und es passiert nichts in dem Zusammenhang. Und vor diesem Hintergrund, Frau Nahles, muss ich Ihnen ehrlich sagen, hätte ich erwartet, dass Sie endlich mehr Geld in die Hand nehmen, um diesen Menschen wieder mal eine Perspektive zu eröffnen. Aber nein, Fehlanzeige. Ältere über 55, Fehlanzeige. Menschen mit Behinderung, die steigen und steigen, wieder Fehlanzeige. Alleinerziehende, ebenfalls Fehlanzeige. Im Vergleich zu den hier bestehenden Problemen sind die 2 Programmchen, die Sie hier aufgelegt haben für dieses Jahr, die ja noch nicht mal begonnen haben, für 43.000 Langzeiterwerbslose bei über 1 Million Betroffenen, ist das wie immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zweitens, Flüchtlinge, die Herausforderung der letzten Wochen. Menschen flüchten vor Krieg und Elend und erwarten zu Recht, dass wir ihnen Asyl gewähren und ein Leben in Sicherheit ermöglichen. Für die Linke haben sie selbstverständlich ein Recht auf gesellschaftliche Teilhabe. Und das heißt auch, sie müssen arbeiten können, um vor allen Dingen auch ihre Familien zu ernähren. Und da, Frau Nahles, ist Arbeitsförderung gefordert. Sehr schnell und unbürokratisch müssen die zahlreichen Beschränkungen für Flüchtlinge beim Arbeitsmarktzugang beseitigt werden. Sie gehen davon aus, etwa 250.000 erwerbsfähige Flüchtlinge werden kommen. Für eine gute, solide Arbeitsmarktpolitik sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Was wir brauchen, ist eine bessere individuelle Unterstützung, eine Vermittlung auf Augenhöhe. Wir brauchen einen Ausbau der Weiterbildung. Und wir brauchen Angebote zur öffentlich geförderten Beschäftigung, auch für Flüchtlingsprojekte. Und das alles kostet Geld. Natürlich, das gibt es nicht zum Nulltarif. Drittens möchte ich über die Armut und Altersarmut sprechen. In kaum einem anderen Land der EU, meine Damen und Herren, ist die Armutsgefährdung von Erwerbslosen so groß wie in Deutschland. Und wenn wir von Armut in Deutschland reden, ist ein gravierendes Problem die weiter rasant ansteigende Altersarmut. Und das ist der Preis für Ihre Senkung des Rentenniveaus und der Preis für Ihren hohen Niedriglohnsektor der letzten Jahre. Die Linke schlägt eine Mindestrente von 1.050 Euro vor. Das wäre ein richtiger Schritt. Ich komme zum Schluss. Nutzen wir die Herausforderung heute als Chance, die Arbeitsmarktpolitik grundsätzlich neu aufzustellen. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Ausstattung, die weit darüber hinausgeht, was die Bundesregierung in ihrem Haushalt hier angekündigt hat. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Mark Helfer.